Bushido trennt sich von Abubakar. So geht Schluss machen unter Rappern. So geht Schluss machen unter Rappern. Ich danke allen Beteiligten für die jahrelange Unterstützung, aber einige werden heute nicht mehr gemeinsam mit mir den Weg beschreiten. Dazu gehört auch Arafat. Rüpelsänger Bushido, 39, hat auf Facebook ein Statement zu seiner Trennung vom langjährigen Clanpaten, Geschäftspartner und Trauzeugen Arafat Abubakar veröffentlicht. Darin erklärt er, warum es in den zurückliegenden Monaten ruhiger um ihn und sein Label wurde. Er habe sich Fragen gestellt und Ruhe bewahrt, bis er die richtigen Antworten hatte. Eine davon offenbar: die enge Freundschaft zwischen ihm und Arafat hat keine Zukunft mehr. Nun hat Bushido den Bericht bestätigt. In seinem Post auf Facebook schrieb Bushido am Mittwochnachmittag: Heute habe ich einige Dinge entschieden und ab jetzt richtet sich meine Aufmerksamkeit nur noch auf das, was vor mir liegt. Im Hinblick auf seinen bevorstehenden 40. Geburtstag resümiert der Musiker die letzten 20 Jahre im Geschäft. Freunde seien gekommen und gegangen, schreibt er. Einer, der nun der Vergangenheit angehört, ist jetzt offiziell der mächtige Clan-Chef Arafat Abubakar. Innerhalb kürzester Zeit hatte der Post tausende Likes und Kommentare. Viele Fans äußerten sich positiv über den Schritt und wünschten ihrem Idol Glück. Andere hatten eher weniger Verständnis für die Trennung.